Hallo Freunde, willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Ich habe alle Dragon Balls gesammelt und bin drauf gekommen, dass wir uns ein Dorf noch nicht angesehen haben. Beziehungsweise ein paar werden noch fehlen, aber es ist wieder ein größeres Dorf. Ich glaube sogar ein Dorf von der Geschichte her. Und zwar das sogenannte Olivendorf. Das schauen wir uns vorher an. Ich habe schon gesehen, Urane Baba ist auch da. Ich find's toll, mit dir unterwegs zu sein. Früher habe ich in der Stadt gewohnt, aber das Leben hat mir übel mitgespielt, also bin ich jetzt hier. Am Anfang war alles ziemlich umständlich, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Okay. Hey. Ich habe schon länger niemanden mehr gesehen, der nicht aus der Gegend stammt. Was machst du an einem solchen Ort? Geht dich nichts an. Das Tolle an diesem Ort, er ist so offen. Die Leute können kommen und gehen, wie es ihnen gefällt. Okay. Danke, Bulma. So. Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit hier, obwohl es anfangs nur um das Geschäft ging. Aber eines führte zum anderen und jetzt wohne ich hier. Ich hatte damals sowieso daran gedacht, meinen Job aufzugeben. Hallo, Happy Hippo. So, und... Oh, da geht's ja zu. Wien, Wien. Na, also da ist wirklich tote Hose. Oh. Dieser Ort ist ein bisschen abgelegen, aber in der Umgebung gibt es eine Menge zu finden. Lebensmittel sind hier auf keinen Fall knapp. Macht so einen Spaß, über die ganzen Gerichte nachzudenken, die ich kochen kann, während ich darauf warte, dass mein Mann nach Hause kommt. Ja, der kommt sicher nicht mehr. So, da haben wir eine Geschichte. Ah ja, die gemeine Hasenmafia. Son Goku, Bulma und Oolong gehen in die Stadt, um Treibstoff, andere Kleidung und weitere Vorräte zu besorgen. Allerdings scheint bei ihren Eintreffen irgendwas nicht zu stimmen. Die Stadtbewohner fürchten sich vor Bulmas Häschen-Outfit, dass sie fälschlicherweise für ein Mitglied der Hasenmafia halten, die die Stadt terrorisiert. Son Goku macht kurzen Prozess mit den einfachen Schlägern der Mafia. Allerdings rufen sie ihren Anführer, das Karottenmonster. Der Anführer der Hasenmafia benutzt eine spezielle Kraft, um Bulma in eine Karotte zu verwandeln. Genau, ich kann mich erinnern. Übrigens kommt es auch vor bei Dragon Ball Z Origins. Für Nintendo DS war das noch, ja. Das Spiel kann ich euch empfehlen, ist wirklich ein tolles Spiel gewesen. Den zweiten Teil gibt es auch schon, schon länger, für 3DS glaube ich. Habe ich aber noch nicht gespielt. Werde ich mir aber auch noch besorgen. Ganz sicher sogar. So, ich glaube im Großen und Ganzen war es das. Hier gibt es nichts zu stehlen. Die einzigen Dinge, die man hier findet, kriegt man auch in der Umgebung. Okay. Es ist schön, ab und zu in Erinnerung zu schwelgen und Orte aus der Vergangenheit zu besuchen. Du willst einen Ort besuchen, nicht wahr? Ich kann dir helfen, ihn zu finden. Hast gezeigt und offenbar hast du auch genug Geld. Dann fangen wir mal mit der Sitzung an. Das müsste der Ort sein. Es ist deine Entscheidung, ob du jetzt dorthin gehst oder später. Ich weiß gar nicht, ob das nur einmalig ist. Ich glaube aber schon, aber das werden wir uns noch anschauen. Oder ob das einige Zeit dauert, bis man dann das wieder aktivieren kann. So, wo ist es dann?
Ah, puh. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Ja, wirklich wahr. So. Los geht's. Ich muss wirklich mal zählen, wie viel Dragon Ball Z Spiele ich habe. Es gibt natürlich Leute, die haben wirklich jedes, also fast jedes Spiel. Viele habe ich nicht, weil sich eigentlich nicht viel geändert hat. Ja, das ist ja. Super Saiyan! Ja! You should train some more. Sehr schön. Okay. Also das hätten wir sicher so auch finden können. Okay, hab's schon gesehen. Alles klar. So. Ah ja, bei der Community oder beim Community Board habe ich auch wieder etwas getan. Haben mittlerweile schon 3 Sterne, also Son Goku, Vegeta, Son Gohan und ich glaube Piccolo. Also da geht auch schon was da weiter. Milch dank der Schildkrötenschule. Nachdem sie gerade erst ihr Training bei Muten Roshi begonnen haben, hat Son Gokus und Krillins erste Aufgabe nichts mit Kampfkunst zu tun, sondern besteht darin, Milch auszuliefern. Die beiden können keine Fahrzeuge benutzen, sondern müssen stattdessen springen, im Zickzack laufen, lange Treppen hinaufsteigen und Flüsse überqueren. Obwohl ihr Training gerade erst begonnen hat, sind sie verständlicherweise erschöpft. Allerdings warten auf sie noch anstrengendere Übungen. Hey, das ist eine Milchflasche. Da ist nichts drin. Als wir trainierten, haben Krillin und ich Milchflaschen ausgeliefert. Es war echt brutal, als es den Berg hochging. Gefällt mir wahnsinnig gut, dass man da quasi eine Zeitreise macht. Da schon her. Wo ist der Hine? Hat unsere ganzen Süßigkeiten aufgegessen und dann ist er abgehauen. Wie es geht, findet man immer ganz zum Schluss. Wenn es sich erst einmal versteckt hat, ist es unauffindbar. Unfassbar, dass er meinen Kuchen aufgegessen hat. Der bekommt vielleicht einen Ärger. Ich muss ihn schnell finden und ihm die Löffel langziehen. Psst, wir spielen Verstecken. Hast du nicht mir gerechnet, was? Mann, ich bin voll von diesen Süßigkeiten. Hier, du kannst sie haben, aber dann darfst du keinen sagen, dass ich hier bin. Reif für Pfirsich. Dankeschön. Good day. Hast du in der Gegend ein etwa so großes Kind gesehen? Den hat man nur Ärger. Ja, da ist er ja. Naja, gut. So, Freunde. Jetzt wird's aber spannend. Doppelklick, gut. Es ist soweit. Ich möchte gegen Sabon kämpfen. Shenlong, erscheine! One wish, anything that is within my power. State your wish. Ich möchte, dass du Sabon wiederbelebst.
Okay, dann ist er in der Nähe von Dodoria. Habe ich mir eh so gedacht, muss ich sagen. Ja, da kommen viele Gegner auf uns zu. Das wird sehr interessant, ja. Sicher nicht einfach. Konnte das einem so außergewöhnlichen Krieger wie mir passieren? Wie ist das geschehen? Wenn ich es mir überlege, fingen die Veränderungen mit der Ankunft der Erdlinge an. Vor allem der schwarzhaarige kleine Idiot, irgendwas war anders an ihm. Aha. Okay. Schaut so aus, als können wir noch nicht mit gegen ihn kämpfen. Schade. Der schwarzhaarige kleine Idiot. Okay, dann müssen wir noch warten. Schätzt das so ein Gohan? Nein. Oder wie geht da? Keine Ahnung. Okay, leider. Aber macht nichts. Dann in der nächsten Folge. Oder ein anderes Mal. Offenbar hast du dein Training schon zum Teil abgeschlossen. Okay, hier sind deine Belohnungen. Jawohl. Ja, ich habe schon sehr viele Trophäen, muss ich sagen. Obwohl wir das Spiel noch nicht mal ansatzweise durchgespielt haben. Komm wieder vorbei, wenn du weitere Teile deines Trainings abschließt. Deine Bemühungen sollen ja auch belohnt werden. Aber leider nur bronzene Trophäen. Finde ich echt schade. So, dann fangen wir mit der nächsten Mission an. Ah, Dr. Briefs. Hey there. Also, Goku, hast du kurz Zeit? Okay, was ist los? Hey. Ich wurde gerade von einer Idee für eine neue Maschine wie vom Blitz getroffen. Das Problem ist nur, dass mir die Materialien fehlen, um sie zu bauen. Eine Maschine? Was denn für eine? Kann die 0, nichts essen zubereiten? Nein, nein, nein. Die macht Wüstklang, wenn sie sich bewegt. Wüstklang? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Echt? Also angetrieben wird sie von einem hydraulischen System, das... Wow, 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 wow. Ich will ja keine Physikvorlesungen erhalten. Ich muss nur wissen, was du vorhast, eine komplizierte Maschine zu bauen. Naja, die Konstruktion wird recht simpel sein, aber ich brauche ein paar spezielle Materialien, um sie zu verstärken. Könntest du die Materialien für mich besorgen? Es soll dein Schaden nicht sein. Jawohl! Entspanntes Genie! Gotcha. Na klar, das könnte ich wohl tun. Danke, ich schulde dir was. Ich brauche Folgendes. Totenkopf, Robot, Sandra, den sie jetzt. Das sollte alles sein. Aber das Tensit könnte Probleme machen. Das liegt nirgendwo einfach so rum. Es ist ein ganz besonderes Mineral. Das findest du nur, wenn du große Felsen zerstörst. Ich muss also bloß ein paar große Felsen in die Luft jagen. Hm? Kein Problem, so auf geht's. Time to get going.
Also Silber, jetzt habe ich genug Totenkopf Robozahner, okay. Scheiße, ich hätte sofort zur Weltkarte gehen sollen. Okay, ist halt so. Aber es geht hier relativ schnell. Ja, ich hatte ja vor, mir die Pro zu kaufen, aber das zahlt sich jetzt natürlich auch nicht mehr aus. Weil demnächst. Kommt ihr die. Lässt ihr schon 5 raus? Sind aber gar nicht so schlecht. Jetzt reicht's aber doch. Ja, gar nicht so schlecht jetzt, das ist wieder ein Wahnsinn. Eindringling entdeckt, muss eliminiert werden. Hey, ich muss einfach nur diese Dinge besiegen, oder? Einfach wird es gar nicht. Super Saiyan! Jawohl! Ja, geht. Also das nervt voll. Also als Super Saiyan muss man immer die Energie im Auge behalten. Sonst war's das mit Super. Sehr schön. Muss ich sagen, das war schon immer so, also mit der Kaioken war ich ehrlich gesagt nicht so zufrieden. Ich habe auch eigentlich kaum bis gar nicht bemerkt, dass man nun stärker geworden ist. Bis jetzt bei keinem einzigen Spiel. Das kann man nämlich auch machen. Sehr schön, wir haben alles. Es war echt umständlich, an das Ding zu kommen. Das andere, das sind eine Sache, aber ich hätte nicht gedacht, dass Steine so schwierig zu finden wären. Alles klar, ich sollte besser zu Dr. Bruce zurückkehren.
So. Ja, das hätte ich beim Maristein eigentlich auch machen können. Okay. War eigentlich auch umständlich. Ja, man kann entweder dagegen fliegen oder beziehungsweise durchfliegen oder halt mit die E-Attacken oder Energiekugeln halt die Felsen zerstören. Was eh logisch ist. Gut. Gut gemacht, und jetzt Wissenschaft. Du hast alle benötigten Gegenstände übergeben. Jetzt kann ich etwas Besonderes Tolles fertig machen. Oh, was für eine Maschine willst du denn bauen? Was für eine? Es wird eine super Musikmaschine. Musikmaschine? In der Tat, ich habe sie so entworfen, dass sie dreidimensionale Musik spielt und dazu tanzt. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit der Rhythmussynchronisierung, aber mit diesen Materialien kann ich endlich. Okay, alles klar. Oh, sicher. Ich hatte gehofft, du würdest was Cooleres bauen, zum Beispiel ein Fahrzeug. Haha, das wäre zu einfach gewesen. Ich lasse hier meine kreativen Muskeln spielen, sozusagen. Oh, alles klar. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Jedenfalls bin ich dank dir einen Schritt näher an meinem Ziel. Vielen Dank. Jawohl, endlich. Das schaut sich schon wieder was freigeschaltet. Bulma ist wütend auf Yamchu. Sie beschließt gemeinsam mit Son Goku nach den Dragon Balls zu suchen und verlässt das Haus. Bevor sie geht, will sie schnell noch die Kapsel mitnehmen, die das für ihre Unterwassererkundung benötigte U-Boot enthält. Dummerweise gehört die Kapsel, die sie in die Hände bekommt, ihrem Vater Dr. Briefs. Bulma schaut nach, was in der Kapsel ist und findet Dr. Briefs wertvollste Magazine. Ah, der war's, Anna. Hä? Was ist das? Warum sind die Leute nackt? Ja, wenn sie einmal öder werden. So, Freunde. Dann schauen wir uns noch schnell das Community Board an. Bei gewissen Sachen tut sich gar nichts. Zum Beispiel da. Genialität liegt bei uns in der Familie, oder nicht? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass deine Mutter die beste von uns allen ist. Sehr schön, jawohl. So, Freunde. Das war's wieder mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.